Liebe Zuschauer, heute stelle ich euch Banana Bandido vor. Heute möchte ich euch das Spiel Banana Bandido vorstellen. Das Ganze ist erschienen beim Mogel Verlag. Das ist eine Herbstneuheit, also je nachdem wann ihr das Video schaut, ist es bereits überall im Handel erhältlich. Das Ganze ist ein Kartenspiel von Michael Loth. So, noch ein paar Angaben. Spieleranzahl 2 bis 5 Spieler, 15 bis 30 Minuten und es ist ab 9 Jahre angegeben. Also durchaus ein Spiel, wo man doch ein bisschen mehr Spielerfahrung benötigt, aber es zählt für mich immer noch zu einem Familienspiel. Das Ganze habe ich jetzt aufgebaut. Ich möchte es euch jetzt nachher auch ganz kurz erklären, auf die wichtigsten Inhalte bzw. Abläufe eingeben und abschließend gibt es natürlich auch ein paar Gameplay-Sequenzen, weil wir haben es jetzt wirklich oft gespielt und ich denke, anhand der Gameplay-Sequenzen bekommt ihr auch nochmal zum Schluss einen guten Eindruck. Ja, man sieht hier von den Illustrationen, es geht um Affen, es geht um Stöcke, es geht um Bananen und hier sind wir quasi im Wilden Westen. Und wir wollen natürlich möglichst cleverer sein bzw. besser sein als die Mitspieler. Und deswegen ärgern wir uns auch in diesem Spiel etwas, um natürlich an Bananen, an Stöcke und an andere Dinge natürlich zu kommen. Es gibt natürlich ständige Rangeleien, aber bevor es beginnt, muss man natürlich erst einmal alles vorbereiten. Man sieht hier die Siegpunkte, wie das Ganze abläuft von den Punkten, dazu gleich mehr. Man sieht die Auslage an Bananen, man sieht hier schon mal die Spielerauslage und natürlich die allgemeine Auslage, die Reward-Karten und die orientiert sich an der Spieleranzahl. Und genau deswegen habe ich es auch aufgebaut zu dritt, weil ihr nachher auch die eine oder andere Sequenz seht, wo wir unter anderem auch zu dritt gespielt haben und genau deswegen auch hier die Auslage. Zu Spielbeginn bekommt auch jeder Spieler so eine Wanted-Karte. Die legt er in dem Fall verdeckt vor sich aus. Er kann sie auch jederzeit dann ausspielen, um den Bonus zu kassieren, der abgebildet ist. Teilweise bekommt er Geldstücke, kann andere Karten vernichten. Das orientiert sich immer an den Wanted-Karten und davon gibt es einige. Aber man sieht auch schon die Siegbedingungen, die der Spieler braucht. Das heißt, er braucht Karten mit diesen Symbolen und schafft er es, solche Karten auszulegen, dann hat er das Spiel gewonnen. Es gibt allerdings noch eine zweite Option, das Spiel zu gewinnen, weil je nachdem weiß man ja auch gar nicht, was der Spieler sammelt. Und das ist in dem Fall über die Bananen bzw. über die Punkte, die man dann hier sieht, weil man kann natürlich auch Bananen sammeln, weil 5 Bananen bringen quasi einen Punkt und sammelt man solche Bananen und hat 5 davon, auch dann gewinnt man das Spiel. Bevor ich auf die Phasen eingehe, natürlich jetzt noch ein bisschen was zu den Karten. 4 Karten habe ich auf der Hand und jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen was sagen, wie die Karten aufgebaut sind. So, hier sieht man übrigens eines der Symbole, was ich durchaus brauche, um das Spiel zu gewinnen, aber eins reicht nicht aus, ich brauche hier 3. Diese Karten hat jeder auf der Hand und kann diese natürlich auch ausspielen, beziehungsweise man kann aus ausgespielte Karte von Mitspieler wieder vernichten. Aber fangen wir erst einmal oben an. In dem Fall, um eine dieser Karten bzw. um diese Karte beispielsweise auszuspielen, brauche ich 4 Stücke. Wenn ich die 4 Stücke abgebe, dann lege ich die Karte einfach offen vor mir ab. Die Mitspieler sehen also, welchen Bonus ich jede Runde bzw. wenn ich dran bin, bekomme. Also hier zum Beispiel ein Tauschfaktor. Hier bekommt man Stöcke bzw. Bananen. Sehen aber auch dieses Symbol, was ich vielleicht brauche, um meinen Auftrag zu erfüllen. Jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit. Wenn ich die Karte nämlich ausliegen habe, da ist ja hier unten nochmal eine Zahl drauf. Und die Mitspieler wollen mich vielleicht auch ärgern, weil ich vielleicht so stark bin. Und dann sagen sie einfach, Moment, wir brauchen 5 Stöcke, um die Karte vom Jörg zu vernichten. Entweder macht es der aktive Spieler alleine in dem Fall, oder er einigt sich mit Mitspielern, die dann insgesamt 5 Stücke ausspielen, sodass die Karte dann auf die Seite kommt. Beziehungsweise wie das abläuft, will ich natürlich auch noch sagen. Aber sie nehmen mir praktisch die Karte von der Auslage weg. Und insgesamt darf ich immer maximal 4 Karten auf meiner Hand und Auslage haben. Also ich darf zwar im Spielverlauf mehr haben, aber am Rundenende, im Zugende, müssen es immer 4 sein. Und das heißt, ich muss mit den 4 klarkommen. Unter Umständen bekomme ich andere Karten, aber es sind quasi immer 4 Karten. Wir haben hier aber ja noch eine Auslage. Hier sieht man ja den Nachziehstapel, die weiteren Karten, die man je nachdem bekommt. Aber in Phase 1 zieht man quasi eine Reward-Karte. Man nimmt sich also das, was hier abgebildet ist. Aber nicht nur das, man bekommt auch das, was auf der Rückseite angegeben ist. Und das ist ja je nachdem auch ein toller Bonus. Naja, nicht immer. Manchmal ist es auch eine Niete, dann bekommt man je nachdem gar nichts. Aber zum Beispiel könnte ich jetzt einfach mal die nehmen, dann drehe ich die um. Okay, 2, ich bekomme gleich 3 Stücke. Die dann kommt einfach dann raus.
Diese matschige Banane kann ich natürlich auch nehmen. Auf der Rückseite ist eine Banane angegeben, auch gar nicht schlecht, weil mit einer matschigen Banane dann in dem Fall klaut man nicht mehr, klaut immer eine vernichtete Banane von einem Mitspieler, die dann praktisch rauskommt. Also man kann ein bisschen ärgern, aber das ist doch auch cool. Drei Bananen, drehen wir das mal um. Aha, okay, das ist quasi eine Niete. Das heißt, hier gehe ich leer aus. Also es macht nicht immer Sinn, nach hohen Karten zu hohe Karte auszuwählen, weil es kann ja so ein Pavian drunter sein. Keine Sorge, es sind nur zwei. Also der Glücksfaktor hält sich in Grenzen, aber man muss natürlich auch ein gewisses Risiko eingehen. Damit kommen wir schon zu Phase 2 und hier haben die Spieler folgende Möglichkeiten. Sie können Aktionskarten aktivieren, Effekte, die hier abgebildet von ausliegenden Karten, in dem Fall ausspielen, beziehungsweise Aktionskarten deaktivieren, natürlich bei Mitspielern. Aber was bringt es denn, eine Karte von einem Mitspieler zu deaktivieren? Naja gut, er kommt nicht so schnell an die Punkte dran, je nachdem auf seinen Auftrag, aber die Karte bekomme ich nämlich, das ist nämlich ganz cool. Aber maximal 4, ich muss dann auch eine Karte von meiner Hand wieder abwerfen. Naja, aber manchmal will ich das auch, weil vielleicht meine Karten so schlecht sind. Aber der andere Spieler hat ja eine Karte weniger. Ja, das stimmt. Und deswegen zieht er sich zwei neue Karten und davon wählt er eine aus. Und das waren auch schon alle Regeln zum Spiel. Man merkt, es ist ein ungewöhnlicher Kartenmechanismus. Man braucht auf jeden Fall die eine oder andere Partie. Bei uns waren es so 1-2 Partien, um überhaupt reinzufinden. In weiteren Partien ging es dann doch flotter. Ich habe es jetzt wirklich oft gespielt und zeige euch jetzt im Abschluss auch eine Sequenz. Und es steht ja auch drauf, ab 9 Jahren. Das passt auf jeden Fall. Ja, der Elias ist noch ein bisschen zu jung, aber der tastet sich auch gerade ran an das Spiel. Aber da merkt man schon, die Altersangabe mit 9, die passt für mich auf jeden Fall. Ist kein Kinderspiel, richtet sich eher an die Kartenliebhaber, an die Familienspieler, die durchaus vielleicht ein bisschen mehr Spielerfahrung haben. Wobei die Anleitung ist wirklich knackig und schnell dargestellt, das Ganze. Und die Inhalte sind, wenn man es 1-2 Mal auf jeden Fall schon gespielt hat, eigentlich recht einfach. Nur das Erklären fällt teilweise gar nicht so einfach und ich hoffe, das ist mir jetzt geglückt mit diesem Video. Spielzeit 15 bis 30 Minuten, ja. Die erste Partie geht etwas länger, weil da weiß man noch gar nicht, was man machen muss. Man kann es nicht einschätzen, was die Mitspieler vorhaben. Und Spieleranzahl ist angegeben 2 bis 5. Naja, also zu zweit, es funktioniert, aber ich tende ja doch lieber zu der Spieleranzahl 3 bis 4, weil man will ja auch mit Mitspieler agieren, um den anderen Spieler zu schaden. Ich glaube, es dürfen auch maximal nur 2 Spieler agieren, um einen Mitspieler zu ärgern. Aber der aktive Spieler muss mindestens ein Stückchen beisteuern, damit er überhaupt beispielsweise die Karte dann bekommt und somit eine Karte von einem Mitspieler dann weggenommen wird. Das waren alle Infos zu Banana Bandito. Es hat mich positiv überrascht in diesen ersten, ja, 7-8 Partien, würde ich mal sagen. Das sollen auf jeden Fall noch weitere folgen. Jetzt habt ihr hoffentlich einen Eindruck bekommen. Es gibt jetzt abschließend noch ein paar kleinere, gegebenenfalls kommentierte Gameplay-Sequenzen, um einen Eindruck von dem Ganzen zu bekommen. Vielleicht gibt es zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch ein Video mit dem Elias. Schauen wir einfach mal. Aber das soll jetzt erst einmal das erste Video sein. Und ich hoffe, ihr kommt auf jeden Fall klar mit den Abläufen. Knackig, ich bin jetzt doch schon ein bisschen ins Detail gegangen, aber jetzt mache ich Schluss für heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Sequenzen. Ich sage tschüss, bis bald. Und hier seht ihr jetzt einfach ein paar Sequenzen aus einer Partie zu dritt. Das Ganze ist durchaus überschaubar. Ihr braucht eine Partie, die ihr da drin seid und dann wisst ihr eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Und ihr spielt wirklich nicht länger als 15, 20 Minuten. Die Auslage der Bananen, der Äste, ja, die ist ein bisschen grenzwertig. Da hätte ich mir teilweise sogar ein paar Karten mehr gewünscht. Ansonsten müsst ihr einfach immer wieder umtauschen. Aber man achtet natürlich schon auf seine Mitspieler, was die Ausliegen haben. Wie viel brauchen sie noch, um den Sieg zu bekommen? Und so agiert man natürlich gemeinsam. Man kann natürlich irgendwelche Versprechungen machen. Komm, wir ärgern den ein bisschen. Hast du einen Ast für mich, dann gebe ich dir nachher auch was. Aber ihr müsst euch nicht unbedingt daran halten. Das ist auf jeden Fall eine kleine Möglichkeit. Ansonsten richtig schön gemacht. Hat mir, was jetzt die ersten Partien angeht, auch richtig gut gefallen. Wir wollen auf jeden Fall noch viele weitere Partien spielen. Zu zweit zündet es dann doch nicht so aus meiner Sicht. Also zu dritt, zu viert, das ist bisher mein Ergebnis aus den ganzen Partien. Macht es mir bislang am meisten Spaß. Ist gar nicht so leicht zu erlernen, der erste Partie, deswegen auch die Altersangabe ab 9, aber habt ihr das Ganze verstanden mit den Karten, mit den Rückseiten, dann muss ich sagen, das Spiel hat wirklich seinen Reiz. Es gefällt mir richtig gut und wir werden auch sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten weitere Partien folgen lassen, aber das soll quasi jetzt mal ein Eindruck sein nach doch etlichen Partien, die wir gespielt haben, sodass auch ihr jetzt mal die Neuheit seht und vielleicht auch durchaus Gefallen findet an diesem durchaus witzigen, auch illustrationsmäßig schönen
Spiel. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und wie gesagt, 3-4 Spieler ist durchaus eine ideale Personenanzahl. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder andere Meinung seid, dann dürft ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben.